ja, bei der letzten Gemeinderatssitzung war ich das Spannendste. Wir haben verschiedenste selbstständige Anträge gestellt und einer davon hat es dann nachher in die Grazer geschafft. Und da ist es um Bauprojekte gegangen. Summa summarum zusammengefasst, der Artikel hat sich darum gedreht und auch unser Antrag, dass halt viele Bauprojekte zwar bei der Präsentation sehr schön ausschauen, aber dann bei der Umsetzung ganz, ganz anders ausschauen. Und das ist halt eigentlich ein Bürgernepp, weil du eigentlich nie davon ausgehen kannst, dass ein Bauprojekt wirklich so umgesetzt wird. Und das sieht man sehr deutlich in Graz. Und in Summe ist es einfach ein Problem. Und wir versuchen jetzt herauszufinden, wo das genaue Problem liegt, ob es im Gesetz eher liegt oder eigentlich bei der Baubehörde, die komplett überlastet ist mit den Aufgaben, die sie da hat. Mehrere Anlassfälle gegeben in Graz, vor allem gerade 6581 von uns, der sich da sehr intensiv beschäftigt, hat diverseste Bauprojekte einfach dargestellt, wie sie eben vorher eigentlich bei der Präsentation waren und nachher dann in der Umsetzung. Und da ist ein sehr großer Unterschied oft. Und eben wenn du dir sozusagen als Nachbar das anschaust und denkst, hey, da kommt eine grüne Oase eigentlich hin und dann hast eine weiße Wand vor deiner Haustür, dann ist es natürlich ganz was anderes und du hättest wahrscheinlich vorher nicht zugestimmt. Das heißt, es gibt aktuelle Projekte. Es ist halt eigentlich bei jedem Bauprojekt sozusagen die Gefahr, dass es ganz anders umgesetzt wird, als es uns allen präsentiert worden ist. Und was man jetzt halt aktuell tun muss bei den einzelnen Projekten, wirklich festzustellen, wo ist jetzt der Schuldige zu suchen? Ist es in Graz die Behörde selbst? Ist es der Antragsteller gewesen, wo es geschlampt worden? Oder ist es das Raumordnungsgesetz, das so einen großen Spielraum bietet und es ist eh alles, hat eh alles gepasst. Wir vermuten es aber eher in Graz. Ja, jetzt ist die allseits bekannte Sommerpause in Graz und im Landtag und überall. Das heißt, wir haben die letzte Gemeinderatssitzung Anfang Mitte Juli gehabt. Und normalerweise würde es im September wieder losgehen. Da im September aber Terminkollision ist mit einem europaweiten Termin, ist die erste Gemeinderatssitzung erst am 1. Oktober, aber gleich darauf folgend am 22. Oktober. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen in einer Sommerpause sozusagen, aber nicht untätig. Wir fangen jetzt gerade an, einen Mitarbeiter in Graz zu suchen. Wir suchen ein neues Büro in Graz und bereiten uns eigentlich schon vor im Herbst auf eine Landesgeneralversammlung, weil bei der Herbstgeneralversammlung einerseits ein neuer Landesvorstand gewählt werden wird und wir uns schon auf die kommende Gemeinderatswahl 2016 bzw. Frühling 2017 in Graz vorbereiten werden.